ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest. Schön, dass Sie dabei sind. Und bei mir im Studio heute Thorsten Schröder für die Nachrichten und Julia Büchler mit dem Sport und dem Fabel-Weltrekord in Berlin. Hochspannend, guten Abend. Es waren Bürgermeister und Landräte, die schon vor Monaten laut gaben: Wir haben die Grenze dessen erreicht, was wir schaffen können. Migranten aufzunehmen und zu integrieren bedeutet, Unterkünfte, Schulplätze und Sprachkurse bereitzustellen. Schaut man auf die gestellten Asylanträge, waren es 2016 zwar deutlich mehr als heute, aber 2023 ist ein starker Anstieg schon bis August zu sehen. Und das, nachdem bereits mehr als 1 Million Menschen aus der Ukraine bei uns aufgenommen wurden. Eine Zaubermaßnahme wird es nicht geben, so SPD-Chef Klingbeil heute. Aus den Ländern kommt jedoch Druck, konkret zu handeln. Frank Jahn. Die Zahl der Geflüchteten wächst und damit die Sorge vor der Überforderung. Im ARD-Bericht aus Berlin wirft Sachsens Ministerpräsident der Ampelregierung Untätigkeit vor. Die Situation ist dramatisch. Seit einem Jahr sprechen wir mit der Bundesregierung hinter verschlossenen Türen als Ministerpräsidenten, mit den Kommunen, mit den Landräten gemeinsam. Und es passiert genau nichts. Kretschmer will unter anderem stationäre Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien. Im Kampf gegen Schleuserbanden können sich das inzwischen auch der Kanzler und die Bundesinnenministerin vorstellen. Doch die Grünen halten wenig von Grenzposten. Die Leute kommen ja nicht an den Grenzposten, die kommen ja dazwischen, wenn sie illegal reinkommen wollen. Und deshalb braucht es die mobilen und stichprobenartigen Kontrollen. Auch um Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber streitet die Ampel. Die Grünen blockieren die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer. Die FDP will Tunesien, Marokko und Algerien als sicher einstufen, um Rückführungen zu erleichtern. Wir haben teilweise, wenn man Tunesien sich anschaut, Anerkennungsquoten von gerade mal 1%. Das heißt, fast 99% werden am Ende wieder zurückgeschickt. Und das zeigt ja, dass das Länder sind, wo in Wahrheit in aller Regel jedenfalls kein politisches Asyl gewährt werden kann. Und vor dem Hintergrund macht es Sinn, diese Länder als sichere Herkunftsstaaten einzugruppieren. Doch der Effekt ist umstritten. Es ist sinnvoll, die Länder zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, die eine minimale Schutzquote haben. Und die bereit sind, ihre Leute zügig und auch in einem größeren Umfang zurückzunehmen. Zum Beispiel Georgien und Moldau. Es ist aber wenig sinnvoll bei Ländern, die eben kein Interesse daran haben, wie zum Beispiel Nordafrika. Argumente, Attacken, Appelle. Die Parteien debattieren über mögliche Maßnahmen in der Migrationsfrage. Noch sind sie auf der Suche nach einer Annäherung. Eine weitere Konfliktregion hat unsere Aufmerksamkeit. Mit dem Angriff Aserbaidschans auf die Region Bergkarabach im eigenen Land, in der mehrheitlich Armenier leben, ist die Lage eskaliert. Seit 4 Tagen wird zwar nicht mehr geschossen, doch weil Aserbaidschan die abtrünnige Region ins eigene Land integrieren will, sehen viele die Flucht als letzte Möglichkeit. Bis zum Abend haben etwa 400 Armenier die Grenze erreicht. Sie seien in Bergkarabach vor die Wahl gestellt worden, aserbaidschanische Pässe anzunehmen oder das Land zu verlassen, erzählen sie. Sie wurden von russischen Friedenstruppen begleitet. Und meinen Kollegen Marius Reichert erreiche ich in Goris in Armenien an der Grenze zu Aserbaidschan. Marius, wie ist denn die Lage vor Ort? Ja, die Lage vor Ort ist gerade so, dass sehr, sehr viele Menschen aus Bergkarabach hierher kommen in diese Grenzstadt. Man kann das hinter mir vielleicht ein bisschen erkennen. Da kommen immer wieder Menschen gerade an, teilweise mit ihren eigenen Fahrzeugen, andere in Bussen. Und da gibt's ja einen sehr bewegenden Moment, wenn diese Menschen nämlich auf ihre Verwandten, auf ihre Freunde treffen, die sie teilweise Monate nicht gesehen haben. Und das andere ist dann, dass danach nochmal Autos kommen und die bringen dann ja die Habseligkeiten mit, die übrig geblieben sind nach dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Und das ist bei einer älteren Frau dann der Gehstock und bei einem kleinen Mädchen die kleine Tasche, mehr ist da oft nicht übrig geblieben. Also emotionale Szenen und die Frage auch für die Menschen hier, wie geht's jetzt weiter? Die bleiben erstmal hier, werden registriert, gehen dann zu ihren Verwandten, die die vielleicht nicht haben, müssen schauen, dass sich Armenien irgendwie um sie kümmert. Heute kam auch die Meldung, dass sich der Regierungschef von Armenien und der Präsident von Aserbaidschan treffen wollen. Ist das ein gutes Zeichen? Könnte das den Konflikt etwa beruhigen?
Also es ist sicherlich ein bemerkenswertes Zeichen, denn man muss wissen, dass die Menschen jetzt hier raus können aus Bergkarabach. Das hat damit zu tun, dass die Regierung in Bergkarabach mit Aserbaidschan offenbar im Hintergrund verhandelt hat, dass das überhaupt möglich war. Der armenische Premierminister Pashinyan hat hier sich nicht wirklich eingemischt in diesen Konflikt. Das wirft man ihm auch vor. Es gab hier viele Proteste in den letzten Tagen, teilweise auch Unruhen. Deswegen kann es jetzt nur darum gehen, dass irgendwie Sicherheitsgarantien für die ethnischen Armenier in Bergkarabach bei rumkommen oder dass sie eben die Möglichkeit haben, sicher hier weiterhin nach Armenien kommen zu können. Danke für die Informationen aus der Grenzregion von Armenien zu Aserbaidschan, Marius Reichert. Gerne. Und damit kommen wir jetzt zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten. Vor dem morgigen Baugipfel im Bundeskanzleramt hat der Städte- und Gemeindebund mehr staatliche Mittel für den Wohnungsbau gefordert. Zudem sollten Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt und die Baukosten begrenzt werden, sagte Geschäftsführer Landsberg der Bild am Sonntag. Bauministerin Geiwitz kündigte an, eine weitere Milliarde Euro in den Bau von Wohnheimen für Studierende und Auszubildende zu stecken. Zwei Branchenverbände hatten am Freitag angekündigt, den Gipfel aus Protest gegen die Regierungspolitik zu boykottieren. Im Norden des Kosovo ist die Gewalt erneut eskaliert. Ein Polizist starb bei einem Schusswechsel mit einer offenbar schwer bewaffneten Kampftruppe, die eine Straßensperre errichtet hatte und anschließend in ein Kloster eindrang. Der kosovarische Regierungschef Kurti warf Serbien vor, hinter dem Angriff zu stecken. Er forderte die etwa 30 Angreifer auf, sich zu ergeben. Der Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt dies bis heute nicht an. Zuletzt gab es vermehrt Spannungen. Nach 7 Jahren im All hat die NASA-Sonde OSIRIS-REx eine Bodenprobe des Asteroiden Bennu zur Erde gebracht. Der unbemannte Flugkörper warf eine Kapsel mit Geröll über dem US-Bundesstaat Utah ab. Das Material wurde vor 2 Jahren bei einem kurzen Kontakt mit dem Asteroiden gesammelt. Mit 250 Gramm ist es die größte jemals gesammelte Probe dieser Art. Forschende erhoffen sich wichtige Erkenntnisse über die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems. Es ist wie in den meisten Ländern. Mit dem Wohlstand ist auch in China der Fleischkonsum rasant gestiegen. So schnell, dass die Regierung vor ein paar Jahren sogar mit Arnold Schwarzenegger für Fleischverzicht geworben hat. Im Durchschnitt isst jeder in China gut 60 Kilo Fleisch im Jahr. Zum Vergleich Deutsche etwa 52 Kilo. In China sind mit dem Fleischkonsum auch die Schweineställe gewachsen und zwar in die Höhe. Unsere Korrespondentin Tamara Anthony hat ein solches Schweinehochhaus besucht, in dem besondere Quarantäneregeln gelten. Denn erst 2019 hatte die Schweinepest den Bestand in China etwa halbiert. Solche Bilder sind auch in chinesischen Nachrichten ein Hingucker. Ein Hochhaus, nicht für Menschen, sondern für Schweine. Ein Boom in China. Land ist teuer, darum bauen sie in die Höhe. 2 Jahre nach unserer Anfrage dürfen wir dieses Schweinehochhaus besuchen. Aber erst nach einem Desinfektionsmarathon. Insgesamt 7 Checkpoints müssen wir durchlaufen. Mal wird nur der Bus abgesprüht. 3-mal müssen wir duschen. 1-mal sogar in die Sauna. Jedes Mal bekommen wir neue Kleidung. Endlich sind wir im Schweinehochhaus. Endlich bei den Schweinen. Dürfen diese Sauen oft frei laufen, fragen wir? Etwa alle 4 Monate, dann dürfen sie mal aus der Box. Bewegung für etwa 1 Stunde. Den Arbeitern fällt nur Positives ein, wenn sie über die Bedingungen hier sprechen. Lu Shangtong findet Massentierhaltung sehr modern. Typisch chinesisch nüchtern, konstatiert sie. Wenn die Schweine draußen wären, gäbe es Sonne, Regen und sie könnten bei schwierigen Wetterbedingungen nicht genug Essen finden. Sie wären wie Obdachlose. Hier haben sie alles, was sie brauchen. Essen, Trinken, eine volle Mahlzeit und sie müssen nicht in der Kälte stehen. Natürlich sind sie glücklicher. Die Hälfte aller Zuchtschweine weltweit lebt inzwischen in China. Der Fleischkonsum ist mit wachsendem Wohlstand rasant gestiegen. Und die Regierung fördert die Industrie. Der Erfolg der Regierung hängt auch davon ab, ob die Menschen genügend günstiges Schweinefleisch kaufen können. So kann die Regierung zeigen: Schau, es geht uns immer besser. Inzwischen investieren neue Konzerne in das lukrative Geschäft.
IT-Unternehmen zum Beispiel und die größte Mastanlage für 1,2 Millionen Schweine pro Jahr betreibt ein Zementhersteller. Zurück bei den Schweinehochhäusern im Süden von China. Am Abend zeigt uns Lu Shangtong ihr Zuhause. Ihr Kind lebt bei den Großeltern. Nur 6 Tage im Monat kann sie es sehen. Das macht mir nichts aus. Vor kurzem sind wir sogar sehr lang hier geblieben. Einmal sogar ein halbes Jahr. Essen, trinken, ein bisschen Bewegung und ein Dach über dem Kopf. Dafür ist gesorgt. Bei den Schweinen und den Menschen. Und wir kommen hier zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Leverkusen schon wieder hoch gewonnen, Julia, aber nicht hoch genug. 3 Tore mehr und dann hätte Bayer die Bayern wieder von der Tabellenspitze verdrängt. So aber ist das Team immerhin punktgleich auf Platz 2 und damit auch auf Tuchfühlung. Und das vor allem dank ihm hier. Stürmer Victor Boniface, der 22-Jährige, ist der Senkrechtstarter diese Saison. Schnell, wendig und treffsicher. 6 Tore in 5 Ligaspielen. Besser ist aktuell nur Bayerns Harry Kane. Er hier kommt aus Nigeria, hat in Norwegen und in Belgien gespielt, jetzt in Deutschland. Ja, für Leverkusen ist er im wahrsten Sinne des Wortes ein Volltreffer. Dieser Mann kommt momentan aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Victor Boniface ist Leverkusens Überflieger. Unser Erfolgsgeheimnis ist das Team, nicht nur ich. Wir haben ein gutes Team, gute Spieler, sie helfen mir sehr. Also ich bin es nicht, es ist das Team. Leverkusen in den schwarzen Trikots drängt Heidenheim von Beginn an tief in die eigene Hälfte. Auffällig, die Gastgeber suchen ganz bewusst ihren Torjäger. Palacios mit dem perfekten Anspiel, Boniface, Drehung, Abschluss, Führung Leverkusen. Der Torjäger mit einer Mischung aus ganz viel Physis und feinem Füßchen nach nur 9 Minuten. Und weiter geht's mit dem Einbahnstraßenfußball. Heidenheim noch ohne einen einzigen Torschuss und es ist fast schon Halbzeit. Leverkusen natürlich wieder mit Boniface. Diesmal rettet Müller. Boniface mit dem Beinschuss gegen Mainka. Der Abschluss ausnahmsweise nicht optimal. Zur Pause führt Leverkusen nur 1:0 und Victor Boniface behält alles im Blick. Besorgt sich schon beim Gang in die Kabine neues Schuhwerk und wechselt in der Pause die weißen Schuhe gegen gelbe. Am Spiel ändert sich zunächst aber nichts. Heidenheim auch nach fast einer Stunde noch ohne einen einzigen Torschuss. Dann aber kommt Jan-Niklas Beste. Leverkusen greift nur zögerlich an, Dingschi und der völlig überraschende Ausgleich. Ehren Dingschi mit seinem schon 4. Saisontor. Zur Freude seines Trainers Frank Schmidt. Es bleibt aber der einzige Torschuss seiner Mannschaft an diesem Nachmittag. Und Leverkusens Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Wieder Traumpass Palacios in den Lauf von Jonas Hofmann. Das 2:1 nur 5 Minuten nach dem Ausgleich. Erster Gratulant, Victor Boniface. Und der ist kurz später gefragt nach Videobeweis. Wegen eines Fouls von Meloni gibt es 11 Meter. Und Boniface höchstpersönlich tritt an. Mit den gelben Schuhen ab in die Mitte zur Entscheidung eine Viertelstunde vor Schluss. Das war ein richtig gutes Spiel. Wir wussten, dass es schwer werden könnte gegen so einen defensiven Gegner. Aber uns war auch klar, dass wir ruhig bleiben, unseren Plan durchziehen müssen. Wir sind glücklich mit dem Ergebnis. Mit dem letzten Tor hat Boniface dann nichts zu tun. Der eingewechselte Adli trifft herrlich zum 4:1 Endstand. Leverkusen feiert einen hochverdienten Heimsieg und seinen Torjäger Victor Boniface. Viel Jubel in Leverkusen, wenig in Frankfurt. Die Eintracht bleibt zwar ungeschlagen, aber heute auch torlos. Das Spiel gegen Freiburg ist das erste 0:0 überhaupt in der ganzen Bundesliga-Saison. Alle 44 Spiele vorher endeten mit mindestens einem Treffer. Spannend war es trotzdem, auch für einen sehr prominenten Fußballfachmann auf der Tribüne. Julian Nagelsmann sieht bei seinem ersten Stadionbesuch als neuer Bundestrainer eine hitzige Partie, in der Frankfurt Glück hat, dass Junior Ebimbe nach diesem Tritt gegen Freiburg Sildilia nicht mit Glattrot vom Platz fliegt. Ich will nicht Vorwurf machen an die Schiedsrichter, weil das sind so schwierige Entscheidungen. Nur ich hoffe halt, dass demnächst dann, wenn wir einen Tick spät kommen, es nicht jedes Mal eine rote Karte gibt, wenn das Trikot der SC Freiburg anhat.
Das ist alles. Aber ich will da niemandem einen Vorwurf machen. Nach Hinweis des Videoschiedsrichters checkt Schiri Felix Zweier die Szene, belässt es aber bei der zuvor gegebenen gelben Karte gegen Ebimbe. Frankfurts beste Möglichkeit vergibt Omar Mamouche direkt nach der Pause. Auf der anderen Seite ist es Vincenzo Grifo, der nach Fehler von Buta im Liegen noch die Chance bekommt. Tore fallen in Frankfurt heute keine. Die Eintracht bleibt dadurch in dieser Saison weiter ungeschlagen. Bei allem Respekt, die ganzen Unentschieden, irgendwann nerven die natürlich auch. Und wir sind froh, dass wir auf eine tolle Defensive bauen können. Und müssen uns einfach weiterentwickeln im Spiel nach vorne. Kurz vor Schluss gibt's noch mal ordentlich Ärger. Schubserei und Rudelbildung nach diesem Wischer von Frankfurts Koch gegen Amadou. Ich glaube, er kriegt natürlich schon einen ab, er trifft ihn auch. Trotz allem sind es Emotionen im Spiel, die dann auch wieder vergessen sind. Frankfurt gegen Freiburg, 0:0. Ein Unentschieden, das beiden Clubs nicht wirklich weiterhilft. Die Tabelle nach dem 5. Spieltag. Bayern und Bayer gleich auf. Die Münchner nur aufgrund der besseren Tordifferenz Tabellenführer vor Leverkusen. Stuttgart, Leipzig und Hoffenheim mit jeweils 12 Punkten. Frankfurt auf Platz 8 vor Freiburg. In der unteren Hälfte ist Aufsteiger Heidenheim auf Rang 13. In der Abstiegszone Köln, Darmstadt und Mainz. So schnell wie sie ist noch nie eine Frau einen Marathon gelaufen. Tixt Assefa brauchte dafür heute in Berlin nur 2 Stunden, 11 Minuten und genau 53 Sekunden. Das ist ein neuer Weltrekord. Und am Ende, da legte die 29 Jahre alte Ausnahmeläuferin sogar noch einen Sprint hin. Erst vor 18 Monaten startete Tigist Assefa bei ihrem ersten Marathon. Heute läuft sie in einem historischen Rennen Weltrekord. Noch vor Beginn des 49. Berlin-Marathons versuchen Aktivisten der Gruppe Letzte Generation die Veranstaltung zu stören. Doch die Polizei schafft es kurz vor dem Start, die Strecke zu räumen. Mehr als 47.000 Läuferinnen und Läufer sind dann unterwegs. 42,195 Kilometer durch die Hauptstadt. Assefa läuft von Beginn an Weltrekordtempo. Gut zu sehen an den grünen Zahlen unter ihren Zwischenzeiten. Im vergangenen Jahr hat sie hier ihre persönliche Bestleistung um mehr als 18 Minuten verbessert. Heute ist sie noch schneller. Mal nicht in Weltrekordzeit, aber bereits zum 5. Mal gewinnt der Kenianer Eliud Kipchoge das Rennen der Männer. Und Amanal Petros läuft deutschen Rekord 2:04:58. Doch den Höhepunkt dieses Tages liefert Tigist Assefa aus Äthiopien. Ein triumphaler Zieleinlauf. Die 29-Jährige unterbietet den 4 Jahre alten Weltrekord von Bridget Koskay um mehr als 2 Minuten. Und mit Claudia blicken wir jetzt noch auf die kommende Woche. Was bringt da denn das Wetter? Also der Sommer, der ist noch nicht so ganz auf dem Zieleinlauf, weil es wird die nächsten Tage sommerlich. Wir bekommen auch wieder Sommerwerte, das heißt 25 Grad oder mehr. Und dazu viel Sonnenschein, denn wir bleiben unter Hochdruckeinfluss. Und auf der Regenanimation für die nächsten Tage sehen Sie, die Tiefs oder der Regen machen einen großen Bogen um uns, da eben auch wieder über das Mittelmeer. Deswegen wird es bis Mittwoch in Griechenland zum Teil bis zu 200 Liter pro Quadratmeter geben, mit natürlich der Gefahr von schlimmen Überschwemmungen. Das Ganze wird um das Hoch herum gelenkt, denn das bleibt mehr oder weniger über Mitteleuropa. Und auch die Temperaturen steigen bei uns noch etwas an. Am Beispiel Kaiserslautern sieht man das, 25, 26 Grad so Richtung Donnerstag. Dann kommen höchstwahrscheinlich dichtere Wolken. Auch jetzt in der Nacht ist es verbreitet sternklar, nur vereinzelt wird sich Nebel bilden, da wo Wasser in der Nähe ist. Und gegen morgen früh kommen aus Nordwesten ein paar Schleierwolken. Morgen dann auch einzelne Schleierwolken, vielleicht haben wir eine Quellwolke. Viel wird es aber nicht sein. Den meisten Tag ist es sonnig. Und die Temperaturen liegen morgen früh in der Südosthälfte bei Werten von meist 4 bis 7 Grad noch kälter in höher gelegenen Tälern, wo Schleierwolken kommen. Im Nordwesten sind es so 10 bis 13 Grad und morgen Nachmittag den Rhein entlang bis zu 24 Grad, sonst meist 18 bis 23 Grad. Die nächsten Tage bringen viel Sonnenschein, Nebelfelder in den frühen Morgenstunden. Der kann auch die Donau entlang mal etwas zäher sein, sonst aber tagsüber 25, am Mittwoch sogar 27 Grad. Danke dir, Claudia. Und das waren unsere Tagesthemen in dieser Woche. Bei Titel, Thesen, Temperamente geht es gleich um die großformatige Kunst von Anselm Kiefer. Wim Wenders hat dem Künstler ein Filmporträt gewidmet.
Und mein Kollege Ingo Zamperoni begleitet Sie durch die nächste Woche. Wir drei wünschen Ihnen eine gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht.